und herzlich willkommen hier bei der Sprechstunde, eurem Lieblingspodcasts unter den Lieblingspodcasts. Und ich darf begrüßen. Hallo Paul. Hallo. Hallo Olli. Hi. Hallo Flo. Hi Flo. Wie geht's Flo? Gut Flo. Und dir Flo? Danke Flo. Sehr gut Flo. Und selber? Schöner Monolog. Wenn du das noch eine Stunde hinkriegst, dann Respekt. Das erinnert mich an, ich musste mal einen Dialog führen mit drei Personen im Französisch in der Schule und wir haben halt ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Weil ça va heißt ja, wie geht's dir? Und wenn du antwortest, ça va, heißt, mir geht's gut. Und deswegen konntest so, du ja, das Wechselspiel. Ça va, ça va, ça va. So wenn machen. Du eine Frage stellst, meinst du ça va? Genau. Ça va. Genau, so machst du es und das war nicht, kam nicht gut an. Das finde ich immer so geil. Der Westküsten, also Ami-Westküsten-Slang auf alles, auf Danke oder auf How you doing oder auf sonst was, das kommt hier immer ultra unangenehm, unsympathisch vor oder unhöflich, aber die meinen das nicht so, sondern die Standardantwort auf all das ist, aha. Ja. Das ist so weird, wenn man das nicht weiß am Anfang. Das ist ganz komisch. Aber es ist einfach wirklich die absolute Standardantwort. Schwierig. Wirklich. Schwierig. Schwierig. In der Tat. Freunde, mein Leben hat sich geändert. Alter, Olli. Ich weiß, ich habe es euch schon erzählt, aber ich habe es im Podcast noch nicht erzählt. Das stimmt, aber es ist immer noch so lustig. Auch der Podcast wird Paul und mich bestätigen. Ja, wahrscheinlich. Das kann sein, aber Freunde, ich habe etwas entdeckt, was scheinbar offensichtlich die letzte Dekade an mir vorbeigegangen ist, wie ich gehört habe. Ich habe mir im Zuge von Loot für die Welt, was übrigens am 14. und 15. November ist, sollte ich auf jeden Fall einschalten, habe ich mir neue Jogginghosen bestellt, damit ich nicht völlig aussehe wie so ein Schluppi da auf der Couch mit meinen durchgesessenen Joggern. Habe ich mir drei Jogginghosen bestellt. Unter anderem hatte ich dann gesehen, gibt es Jogginghosen. Da sieht man mal, wie selten ich welche bestelle. In Jeanslook. Ja. Olli hat rausgefunden, dass es Jogginghosen gibt, die aussehen wie Jeans. Vor allem, ich trage sie gerade. Ja. Und sie sehen aus wie Jeans, sie fühlen sich an wie Jeans, sie tragen sich wie Jeans. Sie tragen sich wie eine Jogginghose. Und ich wollte gerade sagen, halt, stopp, du wurdest verarscht. Das sind Jeans. Fühlen sich an wie Jeans, tragen sich wie Jeans. Die haben halt auch die gesamte Originaldinette hinten, dieses Logo, ne, dieses Lederding und so. Das ist alles dran. Das ist alles drauf, die Taschen und so. Ja. Ich bin völlig baff und denke mir, die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft. Ich werde nie wieder eine Jeans kaufen, die Alter. Die Zukunft war vor 5, 6 Jahren oder so. Das habe ich dann auch gesagt bekommen. Ich habe nämlich gedacht, ey, cool, ich habe was Schönes entdeckt. Aber vor allen Dingen hatten so Firmen, also so, auch so G-Star und so, hatten eine richtige Offensive mit den Dingern. Es haben so wenig Leute gekauft, dass es einfach wieder verschwunden ist. Du hast den Hype verpasst. Ich verstehe es nicht, weil es ist fantastisch. Ja, ich habe davon auch noch zwei. Ich liebe es, aber ist wirklich cool. Die Nachricht in unserer WhatsApp-Gruppe war auch wirklich so mit Caps alles groß geschrieben. Oh, mein Leben hat sich verändert. Ich dachte, es kommt sonst was. Und ich habe mich echt nicht getraut zu antworten, aber zum Glück hat Flo das übernommen. Ja, es tut mir leid, hate to rain on your parade. Tut mir leid, gibt's schon seit 5 Jahren. Naja, ich wollte trotzdem mal ganz kurz einfach nur mitteilen, ich habe das jetzt auch entdeckt und bin großer Fan, weil ich bin wirklich, gerade auch durch den Lockdown, habe ich mich so. Ich meine, ich habe zu Hause immer, ne, das Erste, was ich mache, hatte ich ja mal schon mal erzählt, Klamotten raus, also wirklich vom Körper reißen, bevor ich die Schuhe aus habe am besten schon und in Jogginghose weitermachen. Dass ich das jetzt auch tatsächlich hier zum Beispiel auf Arbeit oder unterwegs machen kann, ohne dabei zu schäbig auszusehen. Ich würde sogar mit so einem Ding vielleicht auf eine Beerdigung gehen, weiß ich nicht. Die Aussage. Auf einer Beerdigung hat man ja jetzt nicht unbedingt eine Blue Jeans an. Ich habe eine schwarze. Ja, das ist ja was anderes. Schwarze, ja. Also, das ist quasi, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich so richtige Stripper-Klamotten das Richtige für dich wären. Ja. So den ganzen Tag damit rumlaufen, du gibt's ja auch im Anzug und so. Also kannst super schick rumlaufen und zu Hause zipp und weg damit. Das wäre genau mein Ding. Ja. Das die für mich. Ollis Klamotten brauchen so ganz viele wie so Sollbruchstellen einfach, so dass man die sich immer so. Und auch nur je nach Gelegenheit und Wärme, ne? Also einfach mal so zum Beispiel beide Ärmel abreißen einfach und dann der Rest vom Sakko bleibt aber an. Den Kragen ein bisschen weitermachen einfach. Ja, Olli braucht so einen Mix aus Bequemlichkeit und Wrestling. Ja. Was die Klamotten angeht. Das ist doch mal, das wäre doch mal eine Idee für eine Klamottenmarke. Da habe ich japanisches Wrestling. Habt ihr schon mal japanisches Wrestling angeguckt? Das ist die Spitze der Absurdität, Mann. Das ist so, ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, wenn die Leute dann so in den Schlaf gewogen werden mit einer Special Attack und so. Es ist so, er kam Ronald McDonald, kam da rein und sein Signature-Move war immer, dass er sich halt anbietet. Also
von hinten genommen zu werden und die ganzen Wrestler, dass alle dann immer sich nicht getraut und nicht mit der Situation umgehen konnten und damit hat er sich dann umgedreht und ihn voll Karacho zwischen die Beine geschlagen und das war sein Move und ich stand so da und dachte, oh, so, was ist los? Und die normale Attacke von den Frauen, wenn die dann ihre Brüste so präsentieren, war, hatten wir auf ihn ja keinen Effekt, ja. Weil er war nur für die Männer da. Ich saß da und dachte so, was bin ich schauen? Was ich richtig gut finde, ist dieser eine Typ, irgendwie so, weiß ich nicht, Amateur-Wrestling wird das sein, keine Ahnung, der Michael Jackson memt. Ah. Und der die Leute dann auch wirklich weg, einfach komplett aus dem Leben moonwalkt und so, ja. Das ist richtig nice. Die habe ich noch nicht gesehen, das finde ich cool. Richtig geil, muss man mal gucken. Michael Jackson Wrestling ist richtig cool. Ja, mein Leben ändert sich auch rapide zurzeit. A, weil ich Angst habe, dass man irreparable Schäden in meinem Gehirn verursacht, weil ich jetzt schon den zweiten Corona-Test in kurzer Zeit hatte und immer noch davon überzeugt bin, wenn die mir das Ding in die Nase rammt, dass es hinten in der Wirbelsäule kitzelt. Das ist der Gag. Es kam ja jetzt eine Studie, die gesagt hat, dass Corona dazu führen könnte, dass man IQ-Punkte verliert, aber in Wahrheit sind es die Corona-Tests. Boah, das darfst du aber nicht zu laut sagen. Das macht sofort per WhatsApp-Kettenbrief wieder die Runde. Ja. Flo, aber das Problem ist tatsächlich, dass die mit jedem weiteren Test müssen die tiefer rein. Ja, ich glaube auch. Ja, ja, wirklich. Aber hallo. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich nenne die Ärztin, die dafür bei uns zuständig ist, auch nur noch Vlad den Fehler. Also von daher, nee, und das Zweite, meine Tochter erzählt mir jetzt immer ganz stolz von ihrem besten Kita-Freund, Julian. Oh, bist du schon mal mit einer Schrot vorbei? Da habe ich mir doch gedacht, das muss ich mir aber Julian auch mal angucken, wenn ich die Maus abhole. Ich gesehen habe, Julian ist einfach doppelt so alt. Oh. Was glaubt er, wer ist? Der Wendler oder was? Julian ist übrigens 18 und fährt ein Auto. Das wäre schwierig, aber dann wäre auch meine Tochter 9. Ja. Und sie ist 2. Ich weiß. Also von daher, lassen wir die Kirche mal im Dorf. Ja, keine Kirche und Kinderkombination hier, das ist zu leicht. Das ist schwierig. Aber das ist schon... Ja, ist natürlich nur Spaß, aber trotzdem denkst du dir so, aha, Julian. Ich glaube, zum Fick ist Julian. Wir sollten ihn mal zu dritt abholen. Bro, ich wollte das. Ich glaube, der sollte mal bei uns zu Hause klingeln und ich komme gerade frisch aus dem Knast. Ja, ich wollte gerade genau das anbieten. Wenn du jemals jemanden für diese Nummer brauchst, ruf an. Früher oder später. Und dann bin ich gerne auch bereit im weißen Unterhemd mit einer durchgeladenen Desert Eagle. Stehe ich in einem Türrahmen, kein Ding. Onkel Mikey kommt frisch aus dem Knast. Ja, sehr schön. Der Plan steht auf jeden Fall. Das Schöne ist, wenn die irgendwann so alt sind, dass das relevant wird, haben die auch den Film alle nicht gesehen. Ja, das stimmt. Weil der zu alt ist. Das heißt, wir können da voll nuts gehen. Das stimmt. Ist echt gut. Und das ist dann wirklich auch so, also wir machen das auch richtig drapiert, so mit hinten noch jemand. Ja. Also einer kommt mit nach vorne, der andere bleibt hinten und verprügelt gerade noch irgendjemand. Wollte ich gerade sagen, ich habe auch eine gute Idee. Einer kommt mit nach vorne und ist völlig drunk mit der Knarre und im Hintergrund haben wir aber noch einen, der gerade mit einer Machete vor einem Typen steht, der mit einem Sack über den Kopf auf dem Stuhl sitzt. Oh ja. Genau, also die super Kombination. Also wirklich so das Hardcore-Programm. Ich mach das auch, wenn es zum ersten Mal dazu kommt und ich frage, wie alt bist du, Keule? Und er sagt irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder 15, dann sage ich auf jeden Fall auch, du Motherfucker, kommst wie 32. Den Spruch bringe ich aber sowas von. Der war von. Auch wirklich cool. Hey, wenn du möchtest, wenn er dann Hallo sagt, ich kann ihm auch versuchen, Tütchen Koks in die Jackentasche zu stecken. Ruf mal die Polizei. Also, wir machen es andersrum. Ja, weil auch Olli ja ständig mit dem Tütchen Koks durch die Gegend rennt. Also immer parat, um das Leuten in die Taschen zu stecken. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, aber um es einmal kurz rauszuhauen, es ist eine Szene aus dem Film Bad Boy. Bad Boys 2, um genau zu sein. Ja. Also wer es nicht kennen sollte, das ist auch unbedingt aus Bad Boys 2. Unbedingt gucken. Das ist auch eine der besten Szenen der Filmgeschichte, wenn du mich fragst. Ich finde sie auch klasse. Die ist gut geschauspielert. Ich mag die Dynamik zwischen den beiden. Das ist alles toll. Ja, aber der letzte Bad Boys war richtig traurig anzuschauen. Ich habe den nicht gesehen, weil das so viele gesagt haben. Lass es. Also abgesehen davon, dass der Plot und auch die Plotentwicklung so unfassbar beschissen ist, wie sie nur sein kann. Jetzt muss ich wieder an diesen Horrorfilm-Trailer denken, weil ich wieder Don't gesagt habe. We thought about watching this movie. Don't. Stimmt, das war richtig gut. Aber Horrorfilm-Empfehlung meinerseits nochmal an alle da draußen, weil er mich, also jetzt, er ist nicht wahnsinnig überraschend, aber er ist schön gemacht, er ist schön so, die Intensität von dem Film stimmt einfach. Es hilft übrigens eine gewisse Affinität zu Kindern. Wenn man Kinder jetzt komplett kacke findet, sollte man den Film jetzt nicht gucken. Okay. Aber das Kind in dem Film ist nicht nervig und die meiste Zeit nicht da, deswegen ist es in Ordnung. Okay. Kadaver heißt er übrigens. Läuft gerade auf Netflix.
ist eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Kann man sich mal angucken. Ist cool gemacht. Ist weil cool das gemacht. Kind die meiste Zeit im Kadaver ist, ist es deswegen so selten zu sehen. Ja, es ist, der Film erzählt die Geschichte von Luke Skywalker in diesem weißen Film, was ja. es halt ja da drin verbracht hat. In den ja. Bomber, das wäre so lustig, ja. so ein Film. Ja, und er hat da drin hat er noch Leo DiCaprio getroffen. Ja, genau. Der hat sich im Kadaver verirrt. Ja, warte mal, ist das gar nicht mehr mein Pferd? Oh, kann ich mir mal dein Laserschwert leihen? Ja, danke. Ich dachte, ich hab da noch eine Rechnung offen. Hey Keule, du hast ja deine Hand noch. Wie, ich hab meine Hand noch. Ups. Ups. Hast du ey, das Keule. Schon? Oh, fand ich übrigens sehr interessant unter unserem Flip-Floyd-Video, wo wir die philosophische Frage gestellt haben, Luke Skywalker mit oder ohne Hand. Ja. Und es haben so viele Leute echt interessante Sachen dazu geschrieben. Viele Leute waren sich einig, es bringt Vorteile, weil die Fremde. Ja. Und besonders schön fand ich auch die eine Erklärung, dass er irgendwann viele Jahre später, wenn das Ding aus der Stadt des Himmels dann mal runtergefallen ist und so, dass er irgendwann seine Hand im Weltall findet und das eiserne kalte Händchen einfach mit sich selbst high-fiven kann. Das fand ich auch eine schöne Geschichte. Das ist sehr gut. Aber falls ihr das Flip Floyd Video nicht gesehen haben solltet, macht nichts, schämt euch trotzdem. Wir macht nichts, schämt euch trotzdem. Greifen gleich in den Schädel. Wir greifen an. Aber vorher wollte ich tatsächlich ein kleines Reddit-Update machen. Wir machen sowas ja nicht so oft. Aber ich hatte überlegt, ob man das vielleicht mal vorne an den Podcast packen kann. Ich hatte ein bisschen noch mal durchs Reddit gescrollt. Ja. Und es gab zur letzten Woche ganz, ganz viel Feedback. Wir hatten es vorhin ganz kurz in der Morningshow. Ja. Ganz, ganz viele Leute, die tatsächlich zu unserer letzten Diskussion gesagt haben, sie freuen sich tatsächlich über diese, erinnerst dich an den Punkt, wo du gesagt hast, du würdest jetzt abschalten, ja. haben sich ganz viele Leute tatsächlich für ausgesprochen. Also vielen Dank für eure Rückmeldung da. Nein. Und es wurde sich sehr gewünscht, ob wir vielleicht nochmal meinen Bruder irgendwann anrufen können im Podcast. Musste ich auch sehr lachen. Ja, das ist auch schön. Freunde, eure neuen Themenvorschläge kommen auch in den Schädel. Zeitnah, wir machen den jetzt aber leer. Weißt du, wo ich auch lachen musste? Leer. Abgesehen von dem Schädelstreifen, ich muss es nochmal erwähnen, der BER macht morgen auf. Also, für uns morgen, für euch hat er gestern aufgemacht. Stimmt. Mhm. So sieht's aus. Ja, der BER hat gestern aufgemacht. Ist eine gute Zeit. Kein Kundenverkehr, keine Betriebe, also nichts, was da irgendwie. Und sie brauchen gleich Millionen Subventionen, um überhaupt offen bleiben zu können. Ja, es ist super. Auf dieses Geldgrab wirklich, da kann man stolz drauf sein. Ja. Ne? Das hat Berlin wieder grandios. Grandios Berlin. Es war nicht nur Berlin. Brandenburg gehört auch dazu. Ja, lass Brandenburg da raus, Alter. Die 2%, die Brandenburg von seinem spärlichen Budget abknapsen kann, die haben wirklich nichts damit zu tun. Außerdem würden sie niemals einen Ossi da in den Betriebsrat wählen oder als Bauaufsicht oder sonst was. Deswegen lass Brandenburg da einfach raus. Beenden wir das an dieser Stelle mit einem beherzten Brandenburg. Oh, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Ich auch. Oh. Ich bin gespannt. Stehen drei Nazis auf dem Hügel und finden keinen zum Verprügeln in Brandenburg. Das zweite Mal, und wir sind wieder ein Sex-Podcast. Oh! Snusnu! Snusnu! Das zweite Mal. Ach, das zweite Mal Snusnu, jetzt raff ich das erst. Ja. Nicht das erste Mal Snusnu, das hatten wir schon. Wie war es beim zweiten Mal? Der wird wahrscheinlich, sobald wir das Thema gemacht haben, landet wahrscheinlich im Vorschlag vielleicht auch das dritte Mal Snusnu. Nee. Das wäre bei mir alles nicht so schlimm, weil erstes, zweites und drittes Mal war sowieso ein und dieselbe Person. Das war nämlich die Sache, die ich jetzt wissen wollte. Zählen wir das für die gleiche Person? Oder nein, dein zweites Mal Snusnu, egal mit wem. Dein zweites Mal. Ja, aber es war ja auch dann, das war ja noch am... Am gleichen Abend? Ja. Nee, bei mir nicht. Bei mir war es einen Vormittag später, aber mit derselben Person. Alter, du bist ja der Deflorator, Alter. Was ist bei dir? Ja, wieso? Krass, doch mal rein, Alter. Ja, nein, aber wir haben ja vormittags angefangen. Das muss man dazu sagen. Ah. Weil normalerweise ist es ja so. Ja, aber einen guten Tag brauchst du doch auch keine Pause. Nee. Ja, Moment. Nach dem ersten Mal, also. Ach so. Die meisten Frauen haben da ja dann schon so ein bisschen. Ja, es war ja mein erstes Mal. Ja. Ah, ja. Stimmt, das habe ich wieder vergessen. Ja. Du bist ja gar nicht der Deflorator. Nee, weil das war dann die. Und deswegen fand ich es interessant, weil die zweite, der ich geschlafen habe, habe ich defloriert. Und wusste das nicht. Sie hat es nicht gesagt und ich fand es ganz schlimm. Also im Sinne von,
du gehst, also ich. Du bist halt mit einem Mindset daran. Du bist mit einem Mindset daran. Bam, bam, klatsch, klatsch gemacht. Verstehe das schon. Ja, doch. So, also ich finde Kommunikation ist wichtig. Nee, ich hätte es auf jeden Fall romantischer gemacht. Ja. Und nicht während auch noch drei Kumpels bei mir übernachten. So, weißt du, das ist halt wirklich. So vorgestellt. Das hoffe ich mal nicht. Weißt du nicht. Ja, ja. Ja, aber gut, das zweite Mal generell Snusu war mit der gleichen Frau am gleichen Tag. War, also beim ersten Mal sind wir Kerle ja nicht unbedingt long-lasting, nicht unbedingt Energizer-Niveau. Es ging, da bin ich bis heute noch stolz drauf. Dito. Ah, ja. Okay, war okay. Alles klar. War es beim zweiten Mal gleich deutlich besser oder lässt du dich noch? Ne, es war dann direkt gewohnter sozusagen. Also ich habe mich zumindest direkt mehr getraut, was dann gleichzeitig ihr auch mehr Spaß gemacht hat. Ja. Bei mir war es ja völlig okay. Wie gesagt, ich bin ja angeleitet worden. Ich musste eigentlich nur reagieren. Das war in Ordnung. So, Herr Mund, ich habe hier diese zwei leuchtenden Stäbe. Ich denke mit denen. Jetzt wissen Sie erstmal zwei Meter links, bitte. Nee, es war wirklich optimal. Also ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keinen Stress damit. Ich wurde da wirklich in Anführungsstrichen sehr an die Hand genommen, sehr kompetent. Ja. Fand das völlig in Ordnung. Für mich war das absolut in Ordnung, da erstmal die ersten drei Male einfach nur reaktiv quasi tätig zu sein. Schnicki, schnacki. Und dann irgendwann weißt du ja, was geht. Und beim vierten Mal musst du dann auch, geht's mit weniger verbaler Kommunikation und dann ist alles schick. Ja. Aber das war schon, kann mich da nicht beschweren. Okay, also, Grüße gehen raus. Vielen Dank nochmal für diese Lehrstunden. Paul zieht sich schon aus. Paul zieht sich schon den Pullover gerade. Der rutscht einfach hoch, Mann. Olli wurde ein bisschen wuschig. Ja, bei mir war es ja so gewesen, dass für uns beide war es das erste Mal. Ja. Hatte ich ja erzählt, die Geschichte da am Strand und so. Das ist immer noch der schlimmste Ort. Was? War super. Ja, am Strand Sex haben ist eigentlich eine unheimlich beschissene Idee. Nachts, wenn kein Mensch da ist? Es ist immer noch Sand. Auf der Decke. Ja und? Die war Hast groß. Du mal eine Decke gesehen? Am Strand? Da kommt auch Sand drauf. Ja, ist ja auch egal. Ging doch alles. Ist dann auch ja, vielleicht war es deswegen auch so gut. Ich kann mich aber aufs Biegen und Brechen nicht ans zweite Mal erinnern. Ich habe keine Erinnerung ans zweite Mal. Ja, aber war es denn wahrscheinlich mit ihr? Ja, ja. Ich glaube, meine ersten 6, 7, 8 Mal hatte ich mit ihr. Also wart ihr nur 2 Tage zusammen? nee, wir waren, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr zusammen und haben auch am Anfang uns Zeit genommen. Also, ja, klar, Mann, das war echt ein dummer Macho. Nee, war alles in Ordnung. Kann man wohl Zeit nehmen. Es war übrigens auch schön. Die Geschichte muss ich erzählen, weil ich war damals jung, durfte dann auch Sex haben. Und es ist schwierig, weil. Wie das klingt. Naja, es ab jetzt beim Amt approved. Ja, was schwierig war, ich habe halt nach einer Weile gemerkt, so, nee, okay, es ist doch nicht für mich so. Und ich habe mich dann, das fand ich toll. Oh Mann. Fand ich toll. Aber die Beziehung war einfach. Da dachte ich mir so, ist es doch nicht. Aber gar nicht böse so. Und dann habe ich aber diesen riesen dummen Fehler begangen. Weißt du, Fehler begangen ist ja kein Fehler. Ich war einfach zu jung, um mich zu trauen, da jetzt Schluss zu machen, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich breche dieser Person das Herz. Ja. Und habe das schlimm hinausgezögert. Ja, und wurde dann natürlich auch ein bisschen eklig und so. Wollte ich eigentlich, also bereue ich heute auch, war das Kacke, auch für sie wahrscheinlich einfach furchtbar. Yeah. Bis meine Kumpels mich auch gedrängt haben, gesagt haben, so jetzt, Mann, mach doch mal endlich. Das Problem war das erste Mal, als ich dann tatsächlich Schluss machen wollte. Seid ihr wieder im Bett gelandet? Das ist eine super schwierige Geschichte. Waren wir am Strand und hatten unser erstes Mal. Nein. Kennst du den Kreislauf? Hier begann alles, hier soll es enden. Wir waren halt am Strand so und war halt so ganz, ganz nett, ein bisschen kuschelig. Ich hab mir dann so gedacht, Mann, das kannst du nicht Olli, bringen. Und jetzt, wo ich den Sand sehe, werde ich wieder fickrig. Und sag noch so zu ihr, so ey, ich würde dir gern was sagen. Und dann war das so quasi so die Situation, wo sie sagt, so ja, ich würde dir auch gern was sagen. Da war meine Hose quasi schon offen. Was? Da war die Hose quasi schon offen, ja. Du beginnst den Akt mit, ich würde dir gern was sagen. Ja, ne, es war begann ihn so. Ja, sie hat dann schon quasi angefangen. Es war halt wirklich einfach eine absurde Situation. Und, Loll, Alter. Ja, dann habe ich mich nicht von ihr getrennt, sondern sie mir einen runtergeholt. Das ist so gut. Ist einfach eine lustige, wenn ich heute drauf zurückblicke, ist eigentlich eine lustige Situation. Ich eigentlich nicht. Traurig. Stell dir mal vor, du hättest dabei gemacht, wie gefährlich das ist. Schwierig. Du weißt ja, enttäusche keine Frau, die gerade deinen Schwanz in der Hand hat. Nee, ja, habe ich mich dann auch dagegen entschieden. Ich habe mich dann natürlich doch irgendwann von ihr getrennt, aber es war natürlich erste große Liebe. Es war natürlich einfach jetzt, keine schöne Nummer. Sorry, jetzt bin ich gekommen, jetzt kann ich gehen.
Ey, so blöd das klingt. Sie sind gekommen, um zu bleiben, oder was? So blöd das klingt, man. Ich war damals 14. Ich glaube, dann, als wir uns getrennt haben, war ich 15. Du bist in diesem Alter so fucking unreif. Und so emotional. Idiot einfach. Komplett. Mir würde sowas heute nicht mehr passieren. Natürlich nicht. Aber, damals hast du natürlich aber auch schon drüber nachgedacht, so, naja, wenn ich jetzt Schluss mache, dann kannst du auch Kind mal wegstecken. Das ist halt schon schwierig so. Also hast du wirklich, war auch Gedankengänge, die du dazu hattest. Echt? Okay, nee, den hatte ich nie, aber es war tatsächlich. Es waren Faktoren. Ja, ich verstehe das und ganz ehrlich, so auch es hat jetzt köstlich amüsiert, uns zumindest, aber es lag an der generellen Geschichte und an deiner Erzählweise. Natürlich kann ich das total nachvollziehen. Ich habe auch jetzt nicht so lange, aber ich habe auch zwischendrin, wo du so wirklich, also wo es auch mal eine Woche oder so, die ich einfach überzogen habe, die man nicht hätte überziehen müssen, einfach, und dann verhältst du dich plötzlich scheiße und das ist so dumm. Also wirklich heute würde ich halt sagen, was für ein elendes Stück Scheiße. Ist halt auch super unfair gegenüber deinem Gegenüber. Ja. Das ist richtig scheiße. Und wenn ich gerade zurückdenke, war das lief eigentlich bei all meinen Freundinnen so, von denen ich mich getrennt habe. War immer richtig, also nicht mit dem, also, aber es lief halt einfach. Immer wenn ich Schluss habe. Ich würde dir ganz gerne was sagen, aber kannst du mir vorher einen runterholen? Das gehört irgendwie dazu. Ja, irgendwie dazu. Muss man. Nee, also da sind auch ein paar Geschichten bei, die möchte ich eigentlich nicht erzählen, weil es halt auch andere Leute betrifft und das halt auch privat ist. Aber es waren halt auch Trennungen bei. Die waren echt nicht cool. Die waren definitiv echt nicht cool. Also ich war ja tatsächlich auch immer so ein Typ von, du musst es richtig machen. Ja, also ich bin auch wirklich hingefahren oder gelaufen oder so. Also auf jeden Fall immer persönlich. Mhm. Das war mir unglaublich wichtig. Tatsächlich bin ich auch mal in eine andere Stadt gefahren, weil meine damalige Freundin in einer anderen Stadt wohnte. Noch am Morgen vorm Unterricht, also vor der Uni war das. Meine Güte, ist immer kein Vergnügen, aber es ist schön, immer, also es ist auch umgekehrt kein Vergnügen. Wow. Sorry, die Fische. Für alle, die es hören, wir haben hier gerade so einen Naturfilm laufen im Hintergrund und da ist gerade der übelste Karpfenorgie am Start, Alter. Die natürlich alle den Mund weit aufreißen, aus dem Wasser rausschauen. Wir nennen es Naturfilm. So, schneiden wir jetzt eigentlich die ersten 25 Minuten weg? Nein. Apropos unreif, weil Olli das ja meinte, ne? Ich habe mal im Alter von 16 Jahren eine sehr reife, wie ich finde, für damalige Verhältnisse, eine sehr reife Entscheidung getroffen. Da war ich im Urlaub. 14 Tage in, oh Gott, wo waren das? Ich glaube, Bulgarien war das gewesen, ne? Und hab da halt auch ein Mädel kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann irgendwann, nach ein paar Tagen, war es dann halt auch so weit, dass du dir denkst, so, ah, nice, jetzt Gelegenheit macht Liebe, im wörtlichen Sinne, ne? Jetzt geht's los. Und sie war aber, hatte ich das Gefühl, ohnehin, also wir waren beide 16, und sie war aber irgendwie emotional involvierter in die ganze Geschichte als ich, bringe ich es mal auf den Punkt. Für mich war das halt ein Urlaubsflirt. Ja. Und dann meinte sie tatsächlich in dem Moment, sie sei Jungfrau. Und dann bin ich über meinen Schatten gesprungen und habe gesagt, dass ich dann nicht der Richtige dafür bin. Hm. Weil das, ich habe ihr dann einfach auch wirklich, nicht eiskalt, aber ich habe ihr dann wirklich versucht zu erklären, dass ich das jetzt nicht vernünftig und auch nicht fair fände ihr gegenüber, wenn das so, und man weiß ja nicht, wo es einen hin verschlägt, wenn man dann wieder so weit voneinander und so weiter, und dass man sich ja, ehrlich gesagt, geben wir uns beiden doch einfach noch ein bisschen Zeit für so eine Entscheidung und so, und ich habe einfach gehofft, dass sie mir das hinterher hoch angerechnet hat, weiß ich nicht. Habe ich aber auch tatsächlich das gleiche Szenario auch schon. Nur weil. Das stimmt hier nicht, du Respektloses. Tut mir leid, ich war ein Spaß. Ja, aber das ist, das ist nämlich exakt die Thematik. Ich hatte das auch gleiche Geschichte. Auch gesagt, nee, aber auch mit dem. Aber alles andere geht ja. Ja, alles andere ging ja auch. War ja auch in Ordnung. Ja. Alles andere war ja schicki. Schicki. Wie wär's denn mal das war euer erstes Punkt. Wie wär's denn mal mit das zweite Mal reingreifen in den Schädel?
Ja, ja, so ist es. Mein erstes Pokémon tatsächlich damals bei der blauen Version war wirklich Shiggy. Ja, das erste Pokémon, auf dem ich mich in meinem Leben entschieden habe auf dem Gameboy, war Shiggy. Yes. Ich auch. Nice, Jungs. Sweet. Siehst du, deswegen harmonieren wir drei auch wir so sind gut. Diese, wir sind diese Shiggy-Bande. Weil wir Shiggy-Bande ja. sind, Alter. Nice, Alter. Na denn, Olli? Ihr hattet auch alle blau dann, ne, dementsprechend. Ja. Ja, geil. Nee, das dementsprechend ist egal. Die Starter-Pokémon waren bei beiden die gleichen. Ja, stimmt, hast du recht. Aber ihr hattet blau. Ja, ja. Niemand, der die blaue sich gekauft hat, hat die Chuzpe gleich am Anfang Glurak zu wählen. Also Glumanda. Richtig, das stimmt. Und Bisasam, ganz ehrlich. Bisasam. Der ist. Bisasam. Wir haben hier den Zettel, auf dem stehen Disco-Clubs. Ja, nice. Habe ich nur schlechte Assoziationen. Nüchtern nicht zu ertragen, war mein Motto. Früher mal, habe ich gehört. Ja, gab's mal. In dieser Zeit vor Corona soll es das mal gegeben haben. Nee, das, also für mich war es ganz schwierig, kann ich ja gleich sagen. Von NRW rüberkommend war NRW super Kneipenkultur. Alles war, alles im Großen und Ganzen fand das meiste in der Kneipe statt. Und tatsächlich dann für so richtige Ausgehabende, die es dann mal gab, ist man da irgendwo hingegangen. Aber auch die Clubs sahen eher aus wie Kneipen, nur dass sie eine Fläche noch daneben hatten. Und eine Tanzfläche. Und dann hierhin und dann war das alles so, keiner geht in Kneipen, alle gehen nur Party machen. Und das war ganz, ganz schlimm für mich. Also für mich erstmal eine immense Umstellung, dann habe ich das überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich festgestellt, du mit der genügenden Menge Alkohol kannst du da auch Spaß haben. Aber richtig gebraucht habe ich das nie. Ich erwische mich jetzt aber zwischenzeitlich, dass ich so feststelle, wenn so Songs kommen von vor 10, 15 Jahren oder so, dass ich so denke, oh, jetzt im Club dazu, ja doch, diese ich geil. Ist auch die, wieder diese Nostalgie-Kolle, die da kickt, wo du denkst so, ja, macht ja auch Spaß, aber ich habe so viele negative Assoziationen, die man dann auch vergisst bei solchen Disco-Besuchen. Was mich immer hart genervt hat daran, es ist unsäglich laut. Es ist für einen Song geil. Ne? Dann mal ein bisschen updancen oder so. Ja, das cool. Weißt doch, kommt doch auch immer darauf an, ne? Du wenn weißt du doch, wie ein Disco-Besuch funktioniert. Ja, klar. Gehst rein an die Bar, hast deinen Drink in der Hand, gehst ein bisschen dancen, dann gehst du anderthalb Stunden raus in den Raucherbereich, chillst da und unterhältst dich mit den Leuten, dann hörst du von drinnen, dass irgendein Song kommt, der geil ist, rennst rein, dancest zu dem Song, nimmst den danach noch zur Hälfte mit und gehst dann wieder für eine Stunde raus in den Außenbereich. Ja. Und das ist halt das Ding, was mich bei Clubs immer genervt hat, weil ich dieses mit rausgehen und quatschen, das gab's da irgendwie, also zumindest die zwei, drei Male, wo ich in Clubs war, gab's das nicht. Ach so. Da sind die Leute halt wirklich hin und haben drei Stunden gedanced. Ja, dann sind sie wieder nach Hause. Und ich denke mir halt so, ja gut, ihr trinkt Alkohol, ihr könnt euch nicht miteinander unterhalten, weil es zu laut ist und ihr tanzt einfach nur. Kann ich auch zu Hause machen. Warum? Aber nonverbale Kommunikation und dann beim Tanzen sich jemandem annähern und so, das macht schon Spaß. Das kam, das habe ich dann halt gelernt. Ich will nicht niemandem abschwatzen, aber es war nicht meins. Also ich war bestimmt, also es gab ja Zeiten, wo ich jedes Wochenende im Club war. Echt krass, okay. Ich habe auch alles an Clubs mitgenommen, was geht. Ich war sogar hier im scheiß Kuhdorf in Berlin, Alter. Alter, Kuhdorf ist einer von den zwei oder drei Clubs, in denen ich war. Oh Gott, schlimm. Du warst wirklich nur in zwei oder drei Clubs? Pass auf, meine Liste wird dich richtig wegbumsen. Okay. Aber jetzt erstmal. Erstmal Flo. Ich würde sagen, das Schlimme ist wirklich, also ich weiß noch, aus dem Kuhdorf sind wir raus und dann sind wir waren zu dritt da, drei Kerle. Und dann sind wir hinterher noch irgendwann morgens zu dritt in das Auto von drei Mädels mit rein. Kumpel von mir lag dann in der Zeit im Kofferraum, weil nicht genug Platz war. in dem ich sag jetzt mal in so einem scheiß Peugeot 207 oder 200 irgendwas. Und sind dann auch mit zu denen nach Hause, Alter. Das war auch irgendwie so super weird. Der ganze Abend war ganz schlimm. Also dieser Kuhdorf-Abend bleibt mir auch nicht gut im Gedächtnis irgendwie. Haben wir euch wenigstens einen runtergeholt? Olli. Ich konnte nicht widerstehen. Wir waren gerade so weg. Entwickelst du gerade so ein Voyeurs-Ding auf so eine ganz komische Art und Weise? Ja, gar nicht. Es hat einfach nur gerade reingepasst. Habt ihr sowas wie ein Sextagebuch? Darf ich da mal reingucken? Hat sie einen Penis angefasst? Okay, kommen wir weg von dem Thema. Wir sind hier schließlich kein Sex-Podcast. ist wirklich schlimm. Aber ich war auch wirklich, also ich war super oft. Wir sind entweder hier in Berlin oder auch irgendwie im Umland. Ja. Es gab wirklich Zeiten, wo ich jedes Wochenende steil ging und dann auch im Club. Okay, krass. Auch gerne und auch später dann so, also Studienzeiten und sowas alles, also mindestens einmal im Monat, Minimum, absolutes Minimum. Krass. Ja, das stimmt, aber es hat sich hier dann so dahin entwickelt. Wir waren ja auch noch zusammen in Clubs. Ja.
Also auch die Vorglüh-Szene in Berlin ist ja eine ganz starke, weil du gehst ja in einen Club sowieso erst nach eins. Ja, das ist auch eine Sache, die man dann hier erstmal auch lernen musste. Ja, das war auch so. Also war, für mich war es halt wirklich komisch erstmal. So in der umgedrehten Form. Ich war tatsächlich schon. Gibt es auch Fotos? Guck mal, da macht um 8 auf, da sind wir 10 vor da, dann sind wir die ersten drin, ist doch schön. Ja, ich war schon tatsächlich öfter mal mit Kumpels der Erste im Club. Nice. Und das war aber auch wirklich, du kannst dann super lustige Fotos machen. Ja. Und ja, ja. Es ist ja alles in Vollbetrieb und der Vorteil ist, das war wirklich ungelogener Vorteil, du stellst dich erstmal freundlich allen Barkellner vor und bestellst was und gibst beim ersten Mal schön trinke. Ja, der für den Rest des Abends, scheißegal wie spät es ist, ich kann von der dritten Reihe winken und krieg meinen Drink. Ja, das war gut. Richtig. Aber Olli, ich möchte eine Liste hören. Ja, also pass auf, ich versuch's mal in der Reihenfolge zu machen. Der erste Club, in dem ich war, da habe ich eine Freundin in Görlitz besucht. Nicht in Görlitz, Entschuldigung, Gelsenkirchen besucht. Okay, das ist weiter weg. Ja. Das ist weiter weg. Und die hat mich mitgenommen, es war so eine Dorfdisco. Einfach wirklich voll schlimm. Nice, alle Alter. Klischees bedient. Richtig Dorfbums und dann 23:12 Uhr erstmal, hey, aber auch wir wollen die Eisbären sehen. Da war ich aber auch 12 oder 13, das war halt auch wirklich für das Alter. Okay. Wow. Dann später, viel, viel später, zum Geburtstag einer Freundin, einer Schulkameradin, sind die ins Kuhdorf gegangen. Und zwar, wenn die, als sie Rotlichtnacht hatten. Das war, du kennst das? Nee, aber ich kenne aus anderen Clubs solche ähnlichen Party-Events. Das heißt, da ist dann halt einfach ein bisschen freizügiger und es gibt Stripperinnen und teils dann sogar Dildo-Shows auf der Bühne und so. Und dann gab es da so, konntest du durchschauen und Geld reinspeisen, dann habe ich ausgezogen. Ja, aber ich dachte, weil die ist so gut im Beschreiben. Oh Mann. Und das war eigentlich lustig, weil ich war mit meinen Klassenkameraden da. Ich habe den ganzen Abend nicht getanzt, sondern wir haben uns eigentlich im Grunde mit Drinks irgendwo in der Ecke verzogen und haben uns den Scheiß angeguckt. Aber das fetzt halt nicht. Scheiß. Das ist halt ungeil. Das darfst du bei einem Clubbesuch nicht machen. Das war halt das Kack-Kuhdorf und das war wirklich kacke. Aber auch da tanzen alle Leute. Doch, das ist halt, ich muss sagen, zu der Zeit habe ich auch andere Musik gehört. Da habe ich das auch nicht gefeiert. 50 Cent. dann, 52. Nächster Club war, glaube ich, gewesen das Matrix. Mhm. Auch ganz schlimmer Laden. Welcher ist denn diese Kinderdisco da bei dem Kopfsteinpflaster-Dingens da? Der Fritz-Club. Nee, um Gottes Willen. Knark? Ah, nee, da, wo auch dieses Kino, da Kulturbrauerei. Ach so, der Franz-Club ist da. Ja. Nee, und da gibt nicht. Es aber noch Savoy, wie ist es? SO36? SO36? Nee, nicht SO36, aber es hieß so ähnlich. Das direkt neben dem Kino rein. Ja. Ah, fuck. Ja, ist auch egal. Ja, aber nicht Berlinern sagt das eh nichts. Aber es gibt halt so Clubs, da gehst du auch echt mit Ende 20 nicht mehr rein, weil du weißt, Standardklientel da hat einen Darfschein von Mutti, so nach dem Motto. Das ist irgendwas zwischen 17 und 19. Wie heißt denn das Ding vorne? Das finde ich dann auch schwierig. Ja. Wir wollten mal, glaube ich, damals in den, war das der Turm? Der Turm kenne ich nicht. Am Potsdamer Platz, das nee, Teil? Nee, das ist irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo das Waren wir da nicht drin? Mit Malwanne? Was, Potsdamer Platz? Ja, oben in dem Ding. In diesem Turm. Das ist ein mehrstöckiges Ding einfach gewesen. Nee, dieser möchte gern elitäre Schuppen da, Alter. Ja. Oh Gott, das wird, und der sah aus wie eine scheiß Loftwohnung mit zu lauter Musik. Ja. Das war weird. Wir sind da jedenfalls nicht reingekommen. Das war nämlich so, wir waren gerade alle frisch 18 und wollten dann halt mal in den Club. Aber eine Freundin von uns, die war halt 17, ein paar zerquetschte. Und wir haben gedacht, so, ach, das kriegen wir bestimmt schon irgendwie hin. Haben wir natürlich nicht hingekriegt, so, weil ich keinen Ausweis hatte. Haben gedacht, wir waren halt naiv genug zu glauben, die würden uns nicht fragen. Aber doch, du warst doch, ne? Du bist doch auch so alt, beziehungsweise sogar einen Tick älter als wir. Das heißt, da war die Kontrolle doch noch gar nicht so ernst. Nee, war nicht so ernst, aber der hat gefragt. Aber wenn die halt aussieht wie 15, und sie hat gesagt, oder? Nein. Ja, sie war ehrlich. Ich habe gesagt, so, nee, ich habe keinen Ausweis. Und dann gesagt, kannst du nicht rein. Warum nicht? Ich bin illegal im Land. Ach so, nee, das ist nicht so schlimm. Und dann haben wir trotzdem einen schönen Abend gehabt. Wir feiern meinen Geburtstag. Mir ist dann halt wirklich, also mir ist so über die paar Clubbesuche, die ich hatte, ist mir aufgefallen, ich persönlich brauche das nicht für einen schönen Abend. Das waren jetzt die drei. Nee, brauchen tust du nichts davon. Ja. Aber mitnehmen. Also ich hab halt, für mich ist ein Abend viel schöner, wenn ich mit Freunden irgendwo sitze, gemütlich und quatschen kann und so. Das ist für mich, auch schon damals fand ich das irgendwie angenehmer. Was daran liegen mag, dass ich meine Art und Weise solche Zusammenkünfte irgendwie zu erleben, vom Campingplatz geprägt war. Ja, das war. Wo Leute sich halt echt
Wirklich so, ja. Wo Leute sich einfach zusammensetzen, abends, ja. Es läuft ein bisschen Musik, es wird getrunken, man unterhält sich nett und dann kommen halt wirklich so, auf unserer Seite waren es ja so 30, 35 Leute, ja. Die treffen sich halt bei einem auf dem Grundstück, jeder hatte genug Platz unter dem Pavillon und dann wird sich richtig, dann sind da so irgendwie 20, 30 Leute, die da zusammensitzen und einfach einen geilen Abend haben. Ja. Was war cooler. Ja, ich mochte auch Abende, wo man einfach so zusammengesessen hat oder irgendwo in einer Bar oder irgendwo einfach die bei jemandem zu Hause Homeparty versagt ist, aber generell Club, ja, war ich auch immer super gerne am Start. Tatsächlich, aber also gerade in diesem, noch in dem Alter von 16 bis irgendwie, weiß ich nicht, 19, ja. 21 oder so. Naja, da musstest du auch in Club, Alter. Da war halt jedes Wochenende ist Club und halt unter der Woche ist Bar. Ja. Also ist halt wirklich so. Donnerstag, Freitag war Bar. Ich war einfach nicht so viel unterwegs, einfach, glaube ich. Ich habe einfach. Du warst halt auf dem Campingplatz. Paul und ich haben keinerlei Campingplatz-Wochenenden-Erfahrung. Ja. Also von daher. Ist so schade, weil ich damit so viele tolle Sachen verbinde und mir dann immer. Ich wünsche mir wirklich. Wir müssen dir nicht leid tun. Wir hatten Spaß an unseren Wochenenden. Ich weiß. Aber ich wünsche mir immer für anderen, dass sie sowas auch erleben. Weil es klingt vielleicht absurd, aber es war einfach eine so schöne Zeit, dass ich immer denke, so, ey, voll schade, dass du mit anderen das nicht so richtig teilen kannst. So. Ja, aber es ist halt. Also umgekehrt ist halt auch so. Würde jetzt auch sagen, ich finde es voll schade, dass du da nicht so auch mal gute Club-Erfahrungen gemacht hast anscheinend. Ja, vielleicht müssen wir einfach mal zusammen in einem, wobei, ey, komm, Gamescom, die eine Dosenbeats-Party, die war cool. Die eine nur? Es gab eine Dosenbeats-Party, die war richtig cool. Ja, bei den anderen war ich nicht so dabei. Oh Gott, ja, ich habe irgendwie ein Moin Moin gesehen. Ich habe mal ein Moin Moin gesehen, wo Eddie und Nils von einer Dosenbeats-Party auf der Gamescom erzählt haben. Und die haben unter anderem Sachen über mich erzählt, an die ich keinerlei Erinnerung hatte. Ich denke, das wird genau diese Dosenbeats-Party gewesen sein. Wo ich am Ende noch, ich stand wohl irgendwann hinterm DJ-Pult. Ja, weil das die, wo wir vorher von wie heißt sie, diese Bootshaus? Ja, ja. Und da gab es. Wo alle noch ihre Bändchen umgedreht haben? Genau, da gab es doch vom Bootshaus gab es Bändchen, die waren weiß und da war was drauf. Da war was drauf gedruckt und die Dosenbeans-Party hatte nur weiße Bändchen als VIP-Bändchen. Genau, damit du alle getrunken hast. Und die haben wir umgedreht. Es war so doof. Es hat funktioniert. Es hat prima funktioniert. Auch Budi ging's auch, der da am Zaun, wo wir noch mit dem geredet haben, ging's auch gut. Aber stimmt, da war richtig gute Laune. Die war auch noch riesig. Ja, die war echt heftig, ey. Aber schön war's gewesen. Ja. Ich überlege gerade, weil du das nämlich vorhin hattest, einer der legendärsten Moves, den ich nie vergessen werde, es war wirklich so, wir hatten auch mal von wegen keinen Ausweis, ne? Mhm. Und eine Freundin von mir, Bianca, ist mitgekommen, war aber 17 und hatte noch, was weiß ich, ein halbes Jahr oder so, bis sie 18 wurde. Wollte dann auch mit rein. Und die war sehr groß gewachsen einfach. Also die war mit 17 dann auch schon wirklich ihre 1, also an die 1,80 definitiv. Mhm. Krass, okay. Sehr attraktiv. Das hilft tatsächlich an der Tür immer. Total. Ja. Und wir waren auch ein gutes Verhältnis. Wir waren irgendwie drei Kerle, vier Mädels. Das ist einem Türsteher in einer Gruppe auch schon immer ganz recht. Und sie war nun wirklich die Einzige, die noch nicht 18 war. Und dann war schnell Schalten angesagt. Und ich werde das nie vergessen, wie sie ihn anguckt. Sie hat keinen Ausweis bei. Er sagt, naja, Mäuschen, so geht das aber nicht. Und sie sagt, ganz ehrlich, Mann, ich will reinfeiern. Ich habe morgen Geburtstag, so offen bin ich. Ich will halt reinfeiern in meinen Geburtstag heute. Und dann kam dieser typische Test, ne? Ein bisschen geboren, Die Frage war, die Frage war eben noch besser. Ja, wann hast du deinen Geburtstag? Und sie guckt ihn an, so wirklich, morgen. Ja, hab ich auch gesagt. Und er guckt sie halt an und dann war so ein kleines Wer-starrt-wen-tot-Duell, so wo einfach so die Zeit sich verlangsamte, die Regentropfen fielen in Zeitlupe, perlten an ihnen ab, so mit so einem Sound. Und dann grinst er wirklich nur breit und sagt, ey, komm, rinn. Mit euch. Wer wollte dann noch nicht mehr wissen? Die Antwort war zu gut. Die sind, na, wann hast du denn Geburtstag? Hä? Morgen. Bam, Alter. Da kommt es dann auch sehr auf die Betonung an. Dass jeder Gesichtszug, der falsch ist, kann ich verraten. Ich glaube, das hat nicht mal das hat mir eine Rolle gespielt in dem Moment. Aber damals, und das ist ja nun mittlerweile halt auch einfach mal, oh Gott, das darfst du auch keinem erzählen, wie lange das her ist. 16, 15, 15 Jahre. Mhm. Das war mit den Kontrollen noch nicht so streng. Das ging noch. Wie gesagt, Autoschlüssel dabei haben reicht. Ja, Autoschlüssel war immer ein guter Move. Gute Nummer. Aber wie ich das alles bestätige, ohne meine Club-Erfahrung. Wir sind zum Teil noch mit Schülerausweisen, wo man selber die Geburtsdaten eingetragen hat, da rein. Echt krass. Ja, ich habe keinen Perso bei. Warte mal kurz. Ich hab meinen hier, Abi.
mein Schülerausweis, geht das? Er kickt, 1984, krass. Dann bist du da reingestiefelt und dann war gut. Während er noch rechnet. Nee, die rechnen ja auch gar nicht. Ganz oft rechnen sie ja auch nicht, sondern die, ja, gucken, die haben nur für den Hinterkopf, dieses Jahr muss das, ja, Datum unter so dem Jahr sein. Unter so dem Jahr sein. Absolut. Was ich auch bei der Menge vollkommen konnte, wenn der wirklich so dastehen würde. Ja. Und dann gucken wir, nee, okay, da fehlen 13 Tage. Ja, es ist Mai und hier hat er im Juli Geburt. Das heißt, der ist, nee, du nicht, never. Ja. Freunde, über 7 Brücken musst du gehen und 3 schöne Zettel aus dem Schädel ziehen. Jetzt mal auf Themen gereimt. Ah ja. Aber ziehen ging auch, war ein unsauberer Reim, aber geht gerade noch klar. Guck mal hier, in meinem Zettelchen steht, ach Gott, ist das nicht euer Scheiß ernst? Was steht jetzt drauf? Backen. Wirklich? Backen. Okay, dann kannst du den Leuten ja mal erzählen, warum dich das stört. Für alle, die so gar nicht in unserem Kosmos unterwegs sind. Mann, und Leute, ich verabscheue Backen. Wirklich. Warum? Weil Backen ist nicht Kochen. Backen, guck mal, Kochen ist eine Herzensangelegenheit. Da passieren Sachen aus dem Bauch raus. Da schmeckst du ab, da experimentierst du rum. Alles Sachen, die Spaß machen, die mit Leidenschaft zu tun haben und die beim Backen einfach nicht gehen. Weil Backen ist einfach scheiß Chemie. Da kommen wir vor wie Walter Whites Assistent, der streng nach Rezept irgendwelches Crystal Meth anrühren muss. Nur, dass es nicht mal was ist, was Spaß macht, sondern am Ende kommt ein scheiß Kuchen raus, den ich nicht gern esse. Es ist so Backen, wirklich 26 Gramm steigert davon, rein. 54 Gramm davon und dann machst du von irgendwas zu viel und alles wird scheiße. Aber das ist doch Mist, Alter. Frage, wir haben letzte Woche Dienstag bei Copy and Taste, gibt's übrigens immer live, Freunde, 10 Uhr auf twitch.tv/drfreund. Ja, wenn der Podcast online ist, ist das Video auch bald online. Da hast du Burgerbrötchen gebacken. Ja. Und fand ich scheiße. Echt? Die waren gut. Ja, aber das Backen macht mir keinen Spaß. Man, dann kann ich zum Bäcker gehen. Also ist gehen. Auch nicht so, dass du dann sagst, das Ergebnis ist geil und das war's worth. Das Ergebnis ist ja geil, aber es ist es mir nicht wert. Ich kaufe das dann beim Bäcker. Ich kaufe keine abgepackten, aber ich kann zum Beispiel meinem Bäcker sagen, ich brauche zum Wochenende Burger Buns. Habt ihr welche oder machst du welche? Dann sagt der zwar, nee, ich habe keine, verpiss dich, aber ist egal, ich habe gefragt. Ja, nee, nicht, aber er kann dann sagen, von wegen, ja, haben wir eh, aber er kann auch sagen, ja, mache ich dir fertig, wie viele brauchst du denn? Hier hättest du natürlich das Problem, der würde sagen, was willst du? Ja. Aber da, wo Flo wohnt, nein. Richtig, auf dem Dorf macht ihr einen Bäcker auch noch ein paar Brioche-Brötchen für Burger. Das ist natürlich eine geile Nummer. Also das ist natürlich, dann verstehe ich das. Aber ich mag Backen zum Beispiel ganz gerne, mache ich nicht oft. Aber ich mag Teig nicht, diese klebrige Mistkacke. Das, also das wundert mich, das hattest du ja auch bei den Burgerbrötchen, einfach mehr Mehl reinhauen, bis der Teig glatt ist, dann klebt da auch nichts. Ja, und dann wird's wieder nichts. Ja, ist super geworden. 1A. Genauso, ich bin beim Backen tatsächlich niemand, der irgendwie Sachen abwiegt. Ich guck mal ins Rezept und dann mache ich so, ja. Olli, du machst Pizzateig. Ja. Ja, aber Backen kann auch aus mehr Sachen als 3 Zutaten bestehen. Ja, ich backe auch Kuchen. Und dann wird's halt ätzend. Ich backe auch Kuchen selber. Ich mache auch Brötchen selber. Alles schon gemacht. Easy. Ja, da kommen wir einfach nicht zusammen. Das kommen wir nicht zusammen. Glaube ich. Paul, wie ist bei dir? Ich backe auch nicht. Das Einzige, was ich am Backen mag, ist, wenn jemand backt und ich dann dabei bin, den süßen Teig schon mal wegzuschlabbern und dann so zu sagen, tschüss. Den Rohnteig wegzuschlabbern. Ist das so eine Urban Legend? Rohnteig liebe ich. Ich brauch's, aber wenn es gebacken ist, brauch ich's nicht mehr. Ist das so eine Urban Legend, dass das übel ungesund ist? Kriegst Bauchschmerzen von, habe ich gehört. Ja, aber weiß ich nicht, ob das wirklich wahr ist. Ja gut, du kriegst von, wenn du zu heute viel beim davon Quiz dachte ist, Paul ja auch, dass die Augen schlechter werden, wenn man im Dunkeln liest. Ja. Ja, weil das alle 2 Generationen vor mir behauptet haben. Ja, aber die sagen auch, dass rohen Teig schlabbern ungesund ist. Ja, aber die sagen wer auch. Wer weiß, ob man den überhaupt in irgendeinem Punkt vertrauen kann. Wenn du einen Kirschkern schluckst, dann wächst ein Baum aus dir raus. Und wenn du einen Kaugummi verschluckst, dann wickelt sich das um deinen Bauchnabel. Da habe ich übrigens, ich kenne das nur, der bleibt im Blinddarm stecken oder irgendwie so. Echt? Ja, das habe ich übrigens auf einer Karte von gelesen. Der kommt völlig unverändert wieder raus. Übrigens, 2 interessante Geschichten. Die erste ist, man ist gerade hart am Forschen, weil man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass man tatsächlich
dem Blinddarm eine Funktion zuschreiben muss, weil das irgendwas wohl doch mit dem Stoffwechsel und mit der Produktion irgendwelcher Botenstoffe oder Hormone zu tun haben könnte. Ach doch, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt Ultra-Halbwissen, aber ich habe wirklich gelesen, dass irgendwie Blinddarm doch nicht völlig funktionslos und das hat irgendwas wirklich mit der Regulation von irgendwelchen Körperstoffen zu tun. Ich will auch ganz ehrlich sein, ich konnte mir noch nie wirklich vorstellen, dass wir Organe im Körper haben, die keine Funktion haben. Ja, aber es kommt doch ganz oft, also es ist doch wirklich so. Ich hatte schon Debatten, also auf der einen Seite, die Mandeln, brauchst du nicht. Blinddarm, brauchst du nicht. Schleimbeutel, die zwischen den Gelenken sind, brauchst du nicht. Kann man alles rausnehmen? Und ich denke mir so, eine Niere, komm schon. Ja, reicht. Das kann sein, weil du zwei davon hast. Aber es ist ja nicht so, dass du sagst, Niere kann raus, brauchst du nicht. Nein, aber das ist halt so, wenn du nur noch eine hast, hast du ja trotzdem, wird weniger schlechter gefiltert. Ja. Aber zweite Geschichte, jetzt kommt. Es ist tatsächlich mal in der Intensivstation, wo mein Schwager manchmal unterwegs ist, als Physiotherapeut, oder ist das eine oder Betreuungsintensiv, das weiß ich nicht, keine Ahnung, scheißegal, irgendwo im Krankenhaus. er hat tatsächlich mal von der Story erfahren, dass es passieren kann und es nicht nur einen Fall gibt, dass wenn du zum Beispiel Samen einatmest und die aspirieren, ja. Dann kann es tatsächlich sein, dass das in deiner Lunge Wurzeln schlägt und anfängt zu wachsen. Weil es ja auch feucht. Habe ich auch schon gelesen. Echt kompliziert ist. Gelesen, da haben sie jemanden, glaube ich, irgendwie Birke entfernt, tatsächlich aus dem... irgendwie so, ja. So super weird, oder? Stell dir mal vor, du hast eine Birkenlunge. Wer für mich halt, du bist allergisch gegen Birken. Oder du bist allergisch. Ah, du wirst zur Birke. Ja, Mann, Alter, er ist Irke, halb Olli, halb Birke. Man nennt ihn auch Birki. Das ist Baummann, schreitet zur Tat. Flupp. Baumbart. Ah, schön, haben wir schön über Krankenhäuser und Backen gesprochen. Paul, nächstes Thema. Yay! Yay! Ich habe aber das komplette KitchenAid-Set. Das muss man dazu sagen. Okay, das ist geil. Weil Nudeln selber machen... finde ich geil, das kannst du damit machen. Meine Frau hat mir letztens erst verraten, dass wir Knethaken für unseren Handmixer haben. Das wusste ich nicht bis dahin. Und? Fleischwolf. Übrigens, das muss ich noch dazu sagen, Pizzateig machen ist für mich absurderweise, fällt das für mich in meinem Gefühlskosmos nicht unter Backen. Doch. Ich weiß nicht warum, das ist für mich Kochen. Nee. I don't know. Pizzateig backen. Ja, ich weiß, du magst doch recht haben, aber gefühlt ist das für mich eher Kochen als Backen. Ich weiß nicht. 13 Minuten. Ja. Okay. Hast du dieses super lange Thema? Du bist wieder 13 durch Magie, Geist auf Stand heute. Finde ich gut. Steht da wirklich auf dem Zettel drauf, alles, ja? Würdest du. Soll ich mal? Gleich altrige Mädchen daten. Also, boah. Verstehst du die. Ja, jetzt verstehe ich. Ich möchte nur mal kurz auseinandernehmen. Ja? Jemand. Quasi in Anführungsstrichen verhext dich und du bist mit allem, was du erlebt hast, mit deiner kompletten Lebenserfahrung heute als 32-Jähriger, 33-Jähriger und 34-Jähriger, wie wir hier sitzen. Du bist 32, oder? Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe wirklich aufgehört irgendwann. Gut. Soweit ist es schon. Also wir sagen jetzt einfach, wir sind 32, 33 und 34. Du bist 34, oder? Korrekt. Nice. Ja, ich bin 32. Okay, und ich bin auch wirklich 33, habe ich gerade nochmal überlegt. Ja. Und, ne? Würde dich jetzt zurückhexen in den Körper eines 13-Jährigen? Ich habe es vollkommen verstanden. In meines 13-Jährigen Ichs. Ja, eines, deines, ist ja auch lange. Also du bist dann wieder 13, hast aber eben das Mindset und alles, was du erlebt hast, eines über 30-Jährigen. Wie würdest du reagieren? Würdest du dir, also du kannst ja auch, also würdest du gleichaltrige Mädchen dann daten? Oder würdest du halt... Ja, ist halt schwierig. Ist das mental pedo? Man muss da auch gleich dazu sagen, du bist tatsächlich an dem Punkt, Detektiv Conan-mäßig unterwegs. Du hast schon alles probiert, du kriegst das irreversibel so. Also ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, ich warte, ob ich eine Lösung finde, sondern du hast für dich schon festgestellt, shit, der Zauber ist nicht zu brechen. Boah, das ist höchst kompliziert. Also ja, weißt du, was nämlich meine, Entschuldigung, dass ich da direkt reingrätsche. Mein Problem an der ganzen Sache ist, ne, Olli und ich hatten das Thema nämlich ganz kurz. Das ist gerade so lustig, sorry. Paul, was sagst du dazu? Nee, das war wirklich unhöflich. Tut mir einfach nur lustig. Ich warte halt seit irgendwie gefühlt fünf Folgen auf dieses Thema. Man merkt
sag das auch. Es ist super schwierig, dadurch, dass du wusstest, dass es kommt und nie höchst vorbereitet bist anscheinend. Gar nicht, ich habe nur Gedanken dazu. Ich habe tatsächlich, und das ist ganz, ganz, ganz komisch, aber das ist dann auch irgendwie gleich ganz bewusst, was ich in der Kombination vorhätte, ist auf jeden Fall meine Frau finden. Das ist... Gut, die sei mal irrelevant an der Stelle. Oh, aber auch interessante Frage, würde nee, Nadine dann... Nee, lass das mal, also von mir aus, okay, Version Frau gibt's noch, Frau finden, okay, klar. Mach mal hinten dran. Da, also das tatsächlich ist eine der ersten Gedanken, die mir gekommen sind, schon öfter, wenn ich an zurückgeworfen, aber gleiches Mindset und so weiter, also solche Gedanken hat man ja ständig gerne auf Klo oder in der Dusche. ständig. Ja, aber ansonsten, das ist echt schwierig, weil du hast ja, man also geistig entwickelt man ja meines Erachtens, muss ja auch nicht für jeden stimmen, aber fängst du ja an, so eine Aversion gegen Minderjährige auf sexueller Ebene zu entwickeln. Ja, einfach die, also minderjährige Körper sind einfach wirklich auch vernünftig so konditioniert, dass du sagst, also du bist so konditioniert, dass du sagst, das ist nicht sexuell attraktiv. Ja. Ja. Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem ganzen Wissen und so, wenn ich dann, oh, was ich mit 13 war, ich halt wirklich, wirklich ganz schlimmer Typ. Also, ich finde es super schwierig, aber die Frage bezieht sich ja nur auf das Daten von Mädchen eigentlich, ne? Weil ich bin gerade in dem Gesamtkosmos. Ja, der Gesamtkosmos, Alter, ist was zu groß. Alles machen, weil dann würde ich halt, ich würde halt da... Apple, Amazon, für alles kaufen. Nee, jetzt geht es wirklich nur um diese Frage erstmal, ne? Oh, ist schwierig. Ich musste mal kurz zurückdenken, tatsächlich, was war mit 13, meine Freundin? Oh, aber du hast ja auch, obwohl, doch, du kannst sie schon ins Bett reden. Vielleicht muss also Paul, vielleicht muss er noch kurz überlegen. Flo. Ja, hau mal raus. Ich habe halt ein grundsätzliches Problem damit gehabt, weil ich hatte mit Olli das Thema ganz kurz. Olli wollte das nämlich mit in den Schädel packen, weil Olli meinte, was für ein Schwachsinnsthema, weil ihm die Tiefe nicht bewusst war auf Anhieb. Ja. Ich dachte mir so, das ist aber super schwer, weil im Prinzip hast du keine andere Wahl, als wenn du wieder 13 bist, entweder 5 Jahre zu warten und gar keinen Sex zum Beispiel zu haben oder Leute zu daten. Oder, weil im Prinzip, also ich könnte nicht dann eine 13-Jährige daten. Das wäre für mich mental nicht drin. Ich wüsste, das wäre ein Kind und ich bin ein Erwachsener. Das würde ich mental einfach nicht packen wahrscheinlich. Problem ist nur, du kannst dir ja auch keine erwachsene Frau anlachen, weil die macht sich strafbar. Mhm. Deswegen 3 Jahre, und mit 16 dann, könntest du. Ach so, okay, gut, 3 Jahre, stimmt. Stimmt. Aber das ist halt ultra weird und ist ultra schwer. Ja, aber du könntest. Ja, du aber bist du, jedes Mal in eine Pattsituation oder bringst andere in eine Pattsituation. Super schwierig. Obwohl du findest bestimmt auch Leute, die richtig. Also, wenn du da hinkommst und sagst, ja, klar macht sie sich strafbar, aber du findest jemanden. Ja, du findest jemanden. Das glaube ich. Das und ich. Dann wärst du auch nicht der Typ, der sagen würde, hahaha, die reite ich jetzt in die Scheiße, sondern ist ja ein Geben und Nehmen in dem Zusammenhang. Ja, ja, klar. Aber das ist halt, also aber dann weißt du halt auch, auf wen du dich da einlässt, ne? Die hat kein Interesse mehr an dir, wenn du mit der Pubertät durch bist. Ja. Das Ding ist, ich überlege immer so die ganze Zeit, wenn ich zurückdenke, war es bei mir immer so, ich fand in jedem Alter, durch das ich mich durchbewegt habe, immer zu dem Zeitpunkt die Frauen attraktiv, die in meinem Alter waren. So, natürlich plus, minus 2, 3 kannst du ja immer sagen. Ja, aber weil du halt in dem Mental State bist. Genau, warst. Weil ich in dem Mental State bin. Und das ist natürlich die weitere Überlegung. Ich finde tatsächlich, vor allem zieht sich so sexuelle, sexuelle Anziehung entsteht vor allem bei mir auch durch so eine gewisse, das klingt jetzt vielleicht anders als es klingt, aber durch so eine gewisse Reife. Ich finde, früher mit 13 warst du selber so unerfahren, dass dir das nichts ausgemacht hat, wenn da irgendwie rumgeblödelt wurde und dein Gegenüber auch unerfahren ist. Aber je älter du wirst, umso eher nervt dich das dann ja auch, wenn du denkst so, ah, die ist jetzt, ne, du könntest natürlich jetzt mit der anwandeln, aber die ist halt super unreif, ne, und das wird einfach nur totale Kinderkacke werden. Wenn du gerade, mir fällt so viel ein, was aber nicht, sorry, mit den Frauen zu tun hat, sondern wirklich dieses, ich glaube, wir waren echt doch nicht so cool, wie wir dachten. Nee, definitiv nicht. Also ich auf jeden Fall. Das ist genau das Ding. Aber dazu paart sich eine Menge Dummheit. Ja. Ich weiß, also ich glaube, ich hätte ein Problem als 13-Jähriger gleichaltrige Mädels zu daten. Würde für mich, glaube ich, nicht gehen, weil ich einfach mit dem Mindset eines Erwachsenen
das Verhalten halt wirklich genau wie du schon sagtest, das entwickelt sich ja natürlich auch in deiner Entwicklung, finde ich tatsächlich alles andere als sexuell anziehend, wenn so unreife Mädels so rumblut, stellt sich bei mir sofort alles so, oh Gott, um Himmels Willen. Nö. Also wenn da eine 13-Jährige ankommt mit einer Seele einer 40-Jährigen, die schon so, dann würdest du sagen, wiederum, ne, das ist ganz interessant, als 13-Jähriger irgendwie eine 30-, 40-Jährige losgehen, mal gucken, kriegst du die rum? Schwierig. Weiß ich nicht. Aber auch lustiges Gedankenexperiment. Irgendwie. Weiß ich nicht. Kriegst du das hin als 13-Jähriger? Wenn du halt hingehst und sagst, also alleine das, was du dann alles weißt, du musst ja auch nicht zu einer 30-Jährigen gehen, du kannst ja auch einfach zu einer 18-Jährigen gehen. Und sagen, nee, ich glaube, es ist einfacher, tatsächlich, je älter ich hab tatsächlich auch die ein oder andere Frau kennengelernt, die sehr, sehr froh immer darüber war, wenn sie die Ältere war und dem Jungen was beibringen konnte. Mhm. Und ja, aber die du kennengelernt hast, waren auch nicht 18 und der Meinung, oh, den 13-Jährigen reite ich jetzt mal ein. Nee, aber das kommt ja darauf an, wenn du es plausibel... Außerdem daten. Das ist ja, glaube ich, also als 18-Jährige ein 13-Jährigen daten kommt einfach nicht in Frage. Schwierig. Secret Sex Date. Ja, aber wenn es nicht nur um Sex geht, ist es halt echt schwierig. Ja, gerade auch das Daten, meine ich, weil du kommst ja an den Punkt, gerade in dem Alter. Das versteht Paul gerade nicht. Paul can't cope with no sex. Paul, weil so ein Zettel wurde in der Schule ausgetauscht. Nächste Szene. Bei Paul stand nicht, willst du mit mir gehen? Bei Paul stand auf den Zettel immer schon nur ficken, ja, nein, vielleicht. Ja. Vielleicht war immer sehr lustig. Aber das ist genau das Ding, weil du musst ja gerade in dem Alter. Oha. Paul. Sorry. Oha. Ich weiß nicht. Kennst du nicht die alte Regel? Vielleicht heißt vielleicht Paul. Ach nee. Aber Paul, vielleicht hilft dir das in deiner Entscheidungsfindung. Wie sieht's mit runterholen aus? Oh Gott, Alter. Oh, diese Folge. Diese Folge. Oh, es tut mir so leid. Es ist halt wirklich. Aber ich hab. Tut mir auch leid. Mir Leute. Fällt halt. Ich hoffe, ihr wisst, dass das nur Spaß ist. Ja, bitte. Alles. Ich habe einen sehr, sehr dunklen Humor. Ey, aber ganz ehrlich, nach über 100 Folgen musst du auch. Weit es. Über 100 Folgen musst ich du auch unseren Podcast. 168er. Schade, dass das nicht 169 ist. Nicht mehr. Das ist, glaube ich, schon nach Folge 9. Ist es 169, glaube ich? Zum Thema, ja, wir sind immer noch genauso reif wie 13-Jährige. Aber guter Punkt, weil um zu dem Punkt sexueller Intercourse zu kommen, musst du ja gerade in dem Alter durch sehr viele Hürden laufen. Ja, und du musst natürlich viele Dates, viel miteinander beschäftigen. Und das wäre schon mal ein Ding da möglich. Aber wenn ich das Wissen von heute hätte. Oder du versuchst es. Und ich bin ja in meinem eigenen Ich. Das heißt, ich kenne die Leute ja sogar. Oder du versuchst es nur online. Erstmal. Damit erstmal niemand weiß, wie alt du bist. Oh, das gab's damals. Wieso denn damals? Wir reden nicht von zurück. In der heutigen Zeit. Wir reden, du wirst jetzt zurückverfrachtet in einen 13-Jährigen. Das ist ja richtig beschissen. Ja, darum das heißt, ja. Deswegen ist mal. Deswegen ist ja deine Frau nicht da und so. Also, ne? Also so. Jetzt die Parallele. Jetzt mich traurig. Paul hat sich schon so drauf gefreut. Nee, ich dachte tatsächlich, okay, nee. Ja, dann das sind ja nochmal ganz andere Optionen. Moment, da muss ich nochmal ganz kurz nachdenken. Jetzt. Fällt Amazon und Apple schon mal raus. Da fällt Amazon und Apple schon mal raus. Aber ich glaube, wenn du mit 13 dann wirklich über diesen Intellekt eines über 30-Jährigen verfügst, dann wir sind ja nun nicht nur auf den Kopf gefallen, nee. Schon ein bisschen, aber da kannst du dich schon, früher oder später landest du bei TAF. Das heißt, im Endeffekt hätte ich einfach 20 Jahre mehr ja. Zeit ja. mit mehr Wissen. Ja. Wow. Oh, das wird. Gott, sorry, jetzt bin ich ganz woanders, aber doch, es ist halt dann wäre ich mit 32 auf jeden Fall, würde mir Mond das gesamte Sonnensystem gehören, Leute. Bleiben wir mal entspannt auf dem Teppich, ja? Nicht die Milchstraße. Paul hebt alleine dann unsere komplette Zivilisation auf die nächste Bevölkerungsstufe. Nein, ja. Aber das ist halt, also wenn ich so früh angefangen hätte, mich vernünftig zu benehmen, dann glaube ich, wäre auch was viel Besseres. Wie mit dem geworden. Mittelalter, ne? Wie der Menschheitsgeschichte scheiß, und scheiß auf Philipp Amthor, Alter. Ja. Paul, Junge, ja. Ich sag's euch. Wow. Ja, so ist das. Und schwieriges Paul, Thema. Du bist halt hab ich ja gesagt. Nicht mal straftätig. Also, straf ja. Nicht. Ja. Alter. Aber jetzt mal auch andersrum. Nehmen wir an, du bist wieder im Körper eines 13-Jährigen. Ja, du findest Nadine und sagst dir, ey, ich bin's Paul, du kriegst überzeugt.
Hypothetischer Fall. Ja, dann haben wir ein Problem. So, und ja, Nadine glaubt dir die ganze Kiste und sagt ja. So, ja, okay, wir können weiter zusammenbleiben, weil sie ja natürlich auch, ne, in einer Beziehung gehört ja natürlich auch mehr dazu. Sagt, natürlich möchte ich weiter mit dir verheiratet sein. Und dann kommt es zu dem Punkt, wo man feststellt, so, okay, man hat ja auch andere Bedürfnisse. Da wird's schwierig. Also da dann, also für dich vielleicht nicht als 13-Jähriger, aber für sie mit einem 13-Jährigen in eine Kiste zu hüpfen, so rum. Das ist schwierig. Ja, aber wenn es wirklich, also weiß, boah Gott, das ist ja auch wirklich schon, also es finde ich, ab einem gewissen Level ist ja auch eine geistige Verbindung, aber ich weiß, was meine Frau sagen würde. Nadine würde halt sagen, wie hast du es gemacht? Ich will es auch. Ja, und dann sagst du, geht nicht. Und dann sage ich, geht nicht. Und dann sagt sie, du bist scheiße. Dann verlässt sie dich wahrscheinlich deswegen. Ja, aber ist ja nicht so, das glaube ich nicht. Aber wir hätten halt den Vorteil dadurch, würden wir natürlich noch länger zusammenleben können, weil es ja irgendwie klar, dass die Frauen uns alle überleben. Dabei, ich bin mir da bei dem Temperament von meiner Frau manchmal nicht so sicher. Da könnte ich länger machen. Ja, aber es ist also tatsächlich, und wir sind ja vollkommen von dem Thema weg, weil ich finde, ich bin komplett begeistert von dieser Geschichte und bin jetzt nochmal auf einem ganz anderen begeistert Level, weil ich den Hink gleich am Anfang mit Detective Conan schon nicht mitbekommen habe, dass es ja in der Jetztzeit ist, aber nee, eine 13-Jährige, also eine 14, 15 oder 16, also eine Minderjährige daten ginge, glaube ich, nicht mit meinem Geist von heute. Fertig. Ich wäre auf jeden Fall, wäre ich erstmal Multimillionär, weil ich hätte das krasseste TikTok-Business aufgebaut, was es gibt. Oh shit, ey, mit dem Business-Wissen und allem mit 13 nochmal auf so einer Social-Media-Plattform, du startest ja insane durch. Und du kriegst halt umsonst Promo ohne Ende, weil jeder Sender der Welt will den 13-Jährigen kennenlernen, der eine eigene Firma aufgemacht hat und bla. Da gibt's Problem, Bro. Das zieht halt super viele minderjährige Fans an. Und ja, dann umgibst du dich nachher nicht. Aber da, wenn du Glück hast, kriegst du auch ein paar 18-Jährige. Aber sind wir dann zu dritt 13? Auch eine Boyband. Wow. Jetzt wird's kriminell. Wenn wir drei damit anfangen würden, das wäre richtig gut. Wäre ich dabei. So, kann uns irgendwer wieder 13 machen, mal kurz? Bitte. Kuriolo. Obwohl, warte mal, nee, halt, stopp. Ja, das kann ich nicht machen. 13-Jähriger Vater. Obwohl. Klar. Ja, das ist eigentlich auch nicht so. Wäre witzig. Gibt es in Großbritannien ja zu Hause. Die der Welt war, glaube ich, 9. Wenn sie in die Schule kommen, bist du voll. Ich dachte 12. Und es kann auch sein, dass die einfach nur die jüngste Schwangere war. Was? 9? Geschlechtsreif oder was? Was meinst du? Olli, wenn man schwanger ist, war man meist auch geschlechtsreif. Ja, geschlechtsreif werden Mädchen im Schnitt mit 10, irgendwas. Aber 9 und schwanger? 10,2 oder Scheiße. So, glaube ich. Die bisher jüngste Mutter der Welt war erst 5 Jahre alt. Ach Bullshit, erzähl doch nicht. Was? Wo liest denn das? Auf Gorka? Nee, das hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Also ich weiß, dass mein Bruder Lina damals in der 8. Medina Klasse, in der 8. Peru. Klasse hatte der eine Mitschülerin, die ist das zweite Mal Mutter geworden. In der 8. Klasse. Das fand ich auch schon krass. Also das war auch wirklich so, dass es so anhört. In der 8. Wie alt ist man da? 14? 15? Ja. Ja gut, mit 14 habe ich schon mal gehört. Das ist schon krass. Hier ist auch eine 10-Jährige und eine 9-Jährige. Ja, sorry, das ist dann auch nur dumm. Ja, also naja, beziehungsweise kommt auf die Umstände, ist nicht dumm, ist einfach naiv und beschissenes soziales Umfeld wahrscheinlich. Ja, und dumm. Und dumm. Auch ein bisschen dumm. Ja, weil was? Also nach dem ersten Mal, wenn du mit 13 oder 14 Kind gekriegt hast, weißt du eigentlich, dass man verhüten könnte. Aber es macht so viel Spaß, ohne. Nee, aber auch das. Olli, glaub mir, es macht auch mit Spaß. Ich weiß, das kennst du nicht, aber trotzdem. Es war tatsächlich gerade ironisch gemeint. Ja. Oder ey, du kannst immer raus. Die Eltern dachten, sie hatte einen Tumor, aber sie war schwanger. Mit 5? Ja, Mann. Okay, das wollte ich nicht wissen. Das war Wissen, das ich nicht haben wollte. Was? Wirklich? Danke für nichts, Internet. In welchem Land? Peru. Okay. Was ist das denn für eine Bestätigung? Jetzt hätte ich gerade was krass Rassistisches was gesagt, aus Versehen. Aus Versehen? Ich wollte gerade fragen, von Lama. Guck mal, wie kritisch er dich anguckt. Ich wollte gerade fragen, von einem Lama? Nee. Es ist tatsächlich. Ist das rassistisch? Wieso? Ist schon ein bisschen rassistisch, oder? Nee. Also, das wär komplett absurd, aber. Von einem Lama? Nee, es ist einfach nur geschmacklos. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das einfach nur geschmacklos das ist war. Zoistisch ist das. Also, sie war 5 Jahre und 7 Monate, muss man sagen. Ja. Das ist ja schon fast 6. Oder war sie 5 Jahre und im 7. Monat? Nee. Das wird immer dümmer. Alter. Alter, mit 5 das kann doch nicht sein. Mit 5 bist du doch kaum größer als das, was da heranwächst. Das kann doch nicht sein. Ich wollte das wirklich nicht wissen. Leg jetzt diesen Artikel beiseite. Ich versuche das noch zu löschen irgendwie. Oh Gott. Noch bitte.
Ja. Danke. Spannende Geschichte. Es gibt aber auch ältere Mütter. Auch andere Mütter haben schöne Töchter. Okay, wie kommen wir jetzt irgendwie aus dieser Nummer wieder schön raus? Das guckt ihr diese wunderschönen... Wie die Boxer. Ich würde sagen, mit dieser herben Enttäuschung verlassen wir euch einmal mehr in einen wunderschönen Abend noch oder Vormittag oder Arbeitstag. Echt oder lustig und hat echt rapide abgenommen. Ja, also spätestens seit der Fünfjährigen ist auch stark angefangen, stark nachgelassen. Das, so ist unser Motto. Ja. Also überall. Freunde, bis dahin. Macht's schön, haltet die Ohren steif und ganz ehrlich, Jungs, Mädels, Brüder, Brüderinnen, bleibt mir gesund. Kriegen wir zum nächsten Mal drei 13-jährige Bengel ran, die für uns einfach den Podcast einsprechen und die Leute denken, wir sind wirklich jetzt 13? Nach der FIFA-Aktion dreht Paul nie wieder mit Kindern. Ah. Ja, aber das stimmt. Wir können mein kleiner Bruder und zwei Freunde könnten das super machen. Einfach einsprechen. Vor allen Dingen, mein kleiner Bruder sieht halt haargenau so aus wie ich. Echt? Damals. Ja, okay. So. Schwarze Haare? Nee. Nee? Nee, der ist der Blonde von den beiden. Oh. Wie alt ist er? Macht Sinn. Um die 12 oder 13, wer weiß. Okay. Nee. Nee. Nun gut. Bye, bye. Tschüss.